Bei so viel Auswahl kann einem schon mal schwindelig werden. Die Aufgabe für Bundestrainer Henrik Rödl könnte leichter sein. Wer kommt mit nach China? Wenn alle fit sind, hat der Berliner die Qual der Wahl. Na gut, das ist meine Hauptbeschäftigung. Ich möchte natürlich jede Chance nutzen, um zu sehen, wie die Spieler drauf sind und den Kontakt mit ihnen zu pflegen. Aber ich glaube, bis jetzt zumindest war der Wille der Spieler immer sehr, sehr groß, sich darauf einzulassen, auch auf ein Gespräch über das, was jetzt kommt im Sommer. Also auf der einen Seite bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie es aussehen würde, auf der anderen Seite noch eine gewisse Ruhe vorm Sturm. Ganz alleine muss Rödl die Entscheidung bei der Kaderplanung aber nicht treffen. Ja, wir haben natürlich schon einige Spieler, die große Verantwortung für diese Mannschaft mittragen. Und natürlich frage ich da auch mal nach, das ist klar. Aber auch, wie gesagt, dass das im Moment in einem Rahmen, dass der in dem Zeitpunkt der Saison angemessen ist, weil alle Spieler das auch verstehen. Die Saison muss zu Ende gespielt werden und die Zeit für diese Nominierung und wer dann in den Kader kommt, die kommt früh genug. Und im Moment ist da auch noch ruhig. Natürlich rede ich da mit den Verantwortlichen und mit dem Coaching-Staff darüber, wie dieser Kader aussehen kann. Trotz aller Gelassenheit ist eine gewisse Anspannung bereits jetzt spürbar. Freudige Anspannung, das sind zwei Wörter, aber ich freue mich riesig drauf, aber natürlich baut sich eine bestimmte Spannung jetzt schon auf. Das liegt auch an den guten Chancen, die die Experten dem Kader bei der WM geben. Ich glaube schon, dass wir von 1 bis 12 vielleicht die talentierteste sind, auch wer die beste Mannschaft sind, müssen wir nicht mehr abwarten. Wenn wir uns mal zurückdenken an die Zeit mit Dirk 2005 zum Beispiel. Das war einfach eine Mannschaft, klar, das war irgendwo offensiv ein One-Man-Team, aber das war eine Mannschaft. Ja, da hatten wir wirklich 12 Mann dabei, die einfach zusammengespielt haben, genau wie 2002 auch in Indianapolis. Das hat einfach super funktioniert, jeder kannte seine Rolle. Jetzt haben wir nicht diesen einen Überspieler mit viele, viele gute Jungs, aber das ist natürlich die Aufgabe von Henrik Rödl, dass er das dann zusammenschmiedet, dass wir da auch richtig gut sind. Also ich glaube, wirklich außer vielleicht von den Amerikanern, muss man bei der WM jetzt von niemandem wirklich groß haben. Ein Riesenplus ist der Teamgeist, der über längere Zeit gewachsen ist. Also ich glaube schon, dass wir das begonnen haben mit Chris Fleming. Dass das so ein bisschen jetzt das, was wir machen, eine Fortsetzung von dem ist, was er schon auch begangen hat oder angefangen hat. Da ich ja auch da ein Teil dabei war, viel auch von ihm lernen konnte, wie er die Atmosphäre geschaffen hat ums Team rum. Und ich glaube, wir haben das fortgesetzt und es ist natürlich auch ein Privileg, mit so vielen Leuten zu arbeiten, die wirklich auch gerne kommen und natürlich auch ihre eigene Atmosphäre mitbringen. Und freut mich natürlich sehr und ist auch, glaube ich, so die Basis dafür, dass wir letztendlich so gut abgeschlossen haben in der Qualifikation. Letztendlich waren wir in den ersten 8 Spielen 8-mal erfolgreich und in 6 von den Spielen haben wir im letzten Viertel noch hinten gelegen. Das heißt also, die Mannschaft hat sehr viel Kraft gehabt, hinten raus Spiele zu drehen, was natürlich auch für die Mannschaft spricht und für den Zusammenhalt spricht. Das geht nur so über den Siegeswille und den Teamgeist. Und ich glaube, da bin ich letztendlich, und da sind wir insgesamt als Mannschaft am meisten drauf stolz, dass wir so eine Atmosphäre haben schaffen können. Auch sein alter Chef, Amtsvorgänger Chris Fleming, ist begeistert von den Jungs, warnt aber vor überzogenen Erwartungen. Ich glaube, es wäre sehr wichtig, dann ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen und lass die einfach rangehen und spielen und die Zeit genießen. Ich glaube schon, dass sie sehr, sehr teuer verkaufen können. Mit ein bisschen Glück stehen sie ziemlich weit oben zum Schluss. Von konkreten Zielen will auch Rödl nichts wissen. Nur verstecken möchte er sich mit seiner Mannschaft nicht. Also ich habe keine Zielsetzung im Sinne von einer Platzierung. Sondern für mich geht es erstmal darum, dass wir diese Atmosphäre wieder schaffen, die wir jetzt auch in der Qualifikation hatten. Da mache ich mir auch nicht so große Sorgen drum, aber wir müssen gut arbeiten, müssen natürlich gesund bleiben, das ist so wie immer. Und dann werden wir da reingehen ohne große Angst, sondern um anzugreifen. Also ich glaube auch, dass die anderen Mannschaften auf uns gucken und sagen, gegen die Deutschen wollen wir nicht spielen. Und das werden wir auch beweisen, dass wir ein unangenehmer Gegner sein werden und dass wir dafür Furore sorgen. Vor dem Start der WM am 31. August, dem VTG Supercup vom 16. bis zum 18. August und dem Länderspiel in Trier am 11. August werden sicherlich noch einige Namen durch den Kopf des Kaderplaners schwirren. Es bleibt spannend, auch für Henrik Rödl. Wir gehen im Moment vom 5. August aus als ersten Trainingstag und ich bin sehr gespannt, welche 16 da dann da auflaufen. Superstar 5.